Kennst du das, wenn du in deinem Glaubensleben keine Fortschritte mehr machst? Du drehst dich gefühlt immer nur im Kreis, während andere Christen an dir vorbeisprinten. Und du fragst dich, was ist falsch mit mir? Ich denke, das Problem ist, dass du nicht wirklich weißt, was die Bibel über Heiligung sagt. Du denkst dir, ich habe alle meine Sünden bekannt und damit ist alles gut. Aber in Wirklichkeit ist das nur der erste Schritt. Danach geht es weiter, du musst wachsen. Fortschritt ist etwas absolut Normales im Leben eines Christen. Genauso wie es das Normalste der Welt ist, dass ein Baby wächst. Sprüche 4, Vers 18 sagt, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Das Ziel Gottes ist also nicht nur, dass wir theoretisch an etwas glauben, sondern dass man es auch in unserem Leben sieht. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber vielleicht fehlt dir gerade dieses kontinuierliche Wachsen in deinem Leben. Du siehst andere um dich herum, die abgehen wie ein Turnschuh, aber du drehst dich immer auf der Stelle. Und woran liegt das? Wenn es um Verbesserung geht, egal in welchem Bereich, ist es klar, dass jeder Einzelne von uns von ganz unterschiedlichen Positionen startet. Wenn es um innere Veränderung geht, ist es genauso. Keine Seele ist gleich. Der Cocktail aus Wille, Verstand und Gefühl ist bei jedem unterschiedlich. Das kommt aufgrund unserer Veranlagung und dem, was wir in unserem Leben erlebt haben. Und dementsprechend sind auch die Mittel, die Gott benutzt, ganz verschieden. Für die einen zum Beispiel ist es wichtig, sich ihrer Identität in Christus bewusst zu werden. Für andere ist es wichtig, die Liebe des Herrn nicht aus den Augen zu verlieren. Andere sollten vielleicht besser Gottes Souveränität studieren. Für die Nächsten ist eine Rechenschaftsperson notwendig, um in ihrer Heiligung voranzukommen. Für eine weitere Person ist es wichtig, mehr von den geistlichen Gaben Gebrauch zu machen. Ein anderer sollte sich vielleicht darauf konzentrieren, dass seine Sünden vergeben sind und er den Heiligen Geist hat, mit dem er jedes Hindernis bewältigen kann. Für eine andere Person kann die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus einen sehr heiligenden Effekt haben. Siehst du, es ist also mega unterschiedlich, welche Dinge uns näher zu Gott bringen und uns in sein Bild verwandeln. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, aber wenn der Weg für jeden so unterschiedlich ist, wie soll ich wissen, was mein Weg ist? Gibt es nicht irgendwelche Gemeinsamkeiten? Doch, es gibt Leitlinien in der Heiligung, die uns helfen, diese Komplexität zu vereinfachen. Zum Beispiel, dass der Heilige Geist und das Wort Gottes die Hauptakteure und Werkzeuge in Gottes Hand sind. In den nächsten Minuten werden wir uns diese Gemeinsamkeiten anschauen, damit du diese Leitlinien verstehst und sie für deine spezifische Situation anwenden kannst. Bevor wir erklären, wie wir heiliger leben können, sollten wir uns zunächst darauf einigen, was heilig ist. Heiligkeit ist wichtig. Wir werden den Herrn nicht ohne Heiligkeit sehen. Und das ist also ein Thema, wo du nicht falsch liegen willst. Heiligkeit wird allgemein das Einssein oder Anderssein Gottes definiert. Das bedeutet, dass Gott einfach ganz anders ist als alles, was du in der Schöpfung sehen kannst. Wirklich komplett anders. Und erst daraus leitet sich dann die moralische Komponente ab. Heiligkeit wird nämlich oft auch als Reinheit im Kontrast zur menschlichen Verdorbenheit und Sünde gesehen. Also Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Gott ist heilig. Und diese Einzigartigkeit Gottes zeigt sich oft als eine unverletzliche, drohende und furchterregende Majestät, aber auch als eine anziehende, beglückende und gütige und segnende Macht, die sich sowohl im Gericht als auch in Gerechtigkeit und Liebe zeigt. Gott ist aber nicht nur heilig, sondern er macht auch heilig. Alles, was in Verbindung mit Gott gerät, wird heilig per Definition. Zum Beispiel das Volk Israel, die Priester, bestimmte Gottesstätten, Gegenstände und so weiter. Während es im Alten Testament wirklich alles Mögliche sein konnte, liegt der Fokus im Neuen Testament nur noch auf einem, dem Menschen. Gott will Menschen heiligen. Und wie das genau geht, schauen wir uns jetzt an. Gott heiligt einen Menschen, indem er ihn von dem Profanen, dem Weltlichen, absondert und mit sich in Verbindung setzt. Da Gott heilig ist, wird für diesen Mensch das Wachstum in der Heiligkeit zum Automatismus. Und diesen Prozess, dass man immer heiliger wird und Gott ähnlicher wird, nennt man Heiligung. Die Bibel sagt uns, dass das in drei Etappen passiert. Eine in der Vergangenheit, eine in der Gegenwart und eine in der Zukunft. Die Heiligung in der Vergangenheit bezieht sich auf das, was passiert ist. Christus ist gestorben. Der Sünder glaubt und wird von Gott als heilig erklärt. Hebräer 10,10 sagt, wir sind geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christus. Die Heiligung in der Zukunft bezieht sich auf die kommende Zeit, in der die Heiligung abgeschlossen sein wird. Christen werden so vollkommen sein, wie Christus vollkommen ist. Das ist doch genial, oder? Bei der Heiligung in der Gegenwart aber geht es darum, dass die Christen tagtäglich geheiligt werden. Wie zum Beispiel Hebräer 2,11 das sagt. Jeden Tag werden Christen Christus ein bisschen ähnlicher. Und die Frage ist, wo bist du? Wenn du ein Christ bist, dann bist du wahrscheinlich hier, mitten im Kampf.
Du bist auf der einen Seite schon geheiligt und auf der anderen Seite wirst du noch geheiligt. Und das klingt sehr bizarr. Entweder man ist doch gesund oder man ist krank. Aber so einfach ist das nicht. Vielleicht hilft dir folgendes Beispiel. Das ist Tobi. Stell dir vor, Tobi wurde gerade aufgeklärt, dass er adelig ist und ab jetzt ein ganz neues Leben beginnt. Auf einem gigantischen, teuren Anwesen mit Butler und allem, was man sich nur denken kann, aber auch Pflichten. Und man muss dann auch Manieren zeigen. Ist Tobi adelig? Ja. Benimmt er sich wie ein Adliger? Nein, das muss er noch lernen. Und genau diesen Unterschied gibt es auch bei der Heiligung. Man nennt das auf Bibeldeutsch positionelle und progressive Heiligung. Positionell, weil Gott dir durch das Evangelium eine neue Position gegeben hat. Du bist nicht mehr ein Sünder, sondern heilig. Genauso wie Tobi adelig ist. Und progressiv, weil du progressiv oder Schritt für Schritt lernen und ausleben sollst, dass du heilig bist. Genauso wie Tobi lernen muss, wie sich ein Adeliger zu benehmen hat. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Gott ist heilig und möchte diese Heiligkeit mit Menschen teilen. Er macht das, indem er Menschen absondert und mit sich in Verbindung setzt. Und der Kontakt mit ihm führt automatisch zur Heiligung. Alle Menschen jedoch sind unterschiedlich, in Geist, Seele und Körper, und trotzdem gibt es ein paar Dinge, die immer gleich sind. Nämlich die Heiligung geschieht immer durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Und vielleicht gehen wir den Vorgang einfach mal gemeinsam durch. Jemand lebt entfernt von Gott. Er hat nicht den Heiligen Geist. Er muss also erst einmal in die Position eines Heiligen versetzt werden. Und das geschieht durch das Wort. Das Wort geht durch die Ohren und dann trifft die Person in der Seele eine Entscheidung. Ja? Oder nein? Und dabei hilft Gott durch den Heiligen Geist mit, sonst hätte die Person nämlich gar keine Kraft, sich für Gott zu entscheiden. Und wenn die Person ihr Herz öffnet und sie Buße über ihre Sünden tut, ist das Herz rein und der Heilige Geist kann jetzt einziehen. Die Person hat jetzt eine neue Position vor Gott, sie ist heilig. Aber der Körper hat immer noch viele falsche Angewohnheiten, die von falschen Denkweisen herkommen. Deswegen sagt auch Römer 12, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das bedeutet, dass der Heilige Geist und das Wort gemeinsam unsere Gedankenstrukturen verändern. Stück für Stück denken wir immer mehr wie Jesus Christus, fühlen immer mehr wie er und möchten auch das, was er will. Wir werden sowas wie Miniaturversionen von Jesus Christus. Und das ist genau das, was auch über die ersten Jesus-Nachfolger gesagt wurde. Sie sind Christen. Okay. Aber wie kannst du das noch heute umsetzen? Wie kannst du heute Abend ein bisschen mehr wie Jesus Christus sein? Gott ist heilig und er möchte diese Heiligkeit mit Menschen teilen. Er macht das, indem er Menschen absondert und mit sich in Verbindung setzt. Und das bedeutet das Trennen vom Bösen. Und das ist der erste Schritt, den du tun musst, bevor du irgendetwas anderes tust. Die Bibel nennt das die Furcht des Herrn. Sie ist die erste Lektion in der Schule Gottes. Und falls du damit nichts anfangen kannst, kein Problem, schau dir einfach das Video in der Beschreibung an. Wenn du dich entschieden hast, die Furcht des Herrn auszuleben, nimm das Wort Gottes in die Hand und bitte den Herrn, durch den Heiligen Geist zu dir zu sprechen. Der Kontakt mit Gott führt dich dann automatisch zur Heiligung. Egal wie unterschiedlich wir sind, Gott wird sein Wort benutzen, um Tag für Tag an dir zu arbeiten, damit du wirst, was du schon bist. Heilig.